Ich würde es nicht ertragen, den Hey, ho, Leute. Hey, sprich mir nicht an, Moderation. Mhm. Und ohne euch hätten wir hier einen katastrophalen Kuchen. So. Ja. Okay, dann, ja, erstmal willkommen wieder zu Guild Wars 2. Und wir fangen einfach mal an, hier weiter Quests zu machen. Ja, in diesen Quests geht es halt darum, Spinneneier kaputt zu machen und dann Spinnen zu grillen. Ihr könnt auch ziemlich schnell diese Quests hier alle machen. Da gibt es hier ein Event, da müsst ihr Äpfel sammeln. Und die abgeben. Wenn ihr die Äpfel abgegeben habt und das Event beendet habt, müsstet ihr auch eigentlich immer fertig sein mit der Quest. Also das geht ratzeputz. Ups, Spinnenjunges. Hui! Meteor-Schauer! Lebst noch? Ja. Du lebtest noch. Ein Spinni, noch ein Spinni und... Ja. Macht eigentlich gar keinen Sinn, hier noch so ein Glyph oder so einzusetzen. Ist eigentlich schon viel zu gemein. Jetzt kommt das Event. Na ja, ist egal. Mache ich noch mit hier und dann... Oh, mit Äpfeln. Einmal Apfel. Noch ein Apfel, noch ein Apfel. Oh, mit reifen Äpfeln. Ey, Spinnies, so haben wir nicht gewettet. Leuchtend oder Apfel, leuchtend oder Apfel. Es ist... Es regt mich schon ein bisschen auf, dass jetzt gerade, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es das Event, da können wir es ganz schnell abschließen. Wofür Effekt? Da gab es das Event gerade nicht. Und jetzt, wo ich fertig bin mit dem mit der Quest hier, gibt es das Event gerade. Schlagt und tretet die Bäume, bis sie wackeln. Wie soll man sonst an die Äpfel kommen? Ach, und passt auf die Spinnen auf. Ich sehe es vielleicht nicht, aber... Nee. Ach, der ist einfach nicht vorgelaufen. Der müsste eigentlich hier stehen, weil im Normalfall, wenn hier dieses Symbol ist, ist auch dann der zum Abgeben hier halt hier. Ihr seht auch, es ist jetzt gerade, wird hier angezeigt, 13. Im Normalfall kriegt man das eigentlich mit 10 ungefähr fertig. Aber ihr seht, hier laufen viele, viele Mitspieler rum. Deshalb könnt ihr jetzt auch einfach wegrennen, weil die machen jetzt das Event zu Ende. Ich bekomme am Ende trotzdem einen Erfolg dafür, also eine Belohnung. Aha! Brennt! Los, brennt! Sehr gut. Oh. Der Wurm hat nicht lange überlebt. Eine Hirschkuh! Ups. Weiß nicht, wieso die umgefallen ist. Kann keiner nachweisen, dass ich das gewesen bin. Bei dieser Quest ganz normal die verdächtigen Büsche hier aufmachen. Oder das geht auch anders. Ich zeige es euch jetzt mal. Wir machen jetzt mal 2, 3 von diesen Büschen auf. Jetzt ist zum Beispiel so ein Bandit hier rausgekommen. Komm, du rennst in die Feuerwand rein und wurzelst dich selber. Okay. Ich sterbe hier! So, und jetzt ignorieren wir einfach mal das, was hier außen ist. Ihr siegt. Ich habe gerade das Gefühl, dass bei meiner zufälligen Wiedergabe von der Wiedergabeliste von knapp 20, 30 Liedern irgendwie immer bloß 3 oder 4 gespielt werden. Oh, ich nachher nach der Aufnahme mal. Im Endeffekt, ihr seht ja hier ein paar Gegner abmeucheln, das gibt ebenfalls EP dafür. Na. Na. Kommt her und helft mir!
ihr könntet auch dieses gestohlene Fort dann zurückbringen zu dem Questgeber. Das gibt auch ein paar Punkte hier oben dann. Aber das Einfachste ist eigentlich immer rumrennen, alles abmetzeln und dann sagen, jo, danke, tschüss. Ah, brenn! Ich kriege euch. Nein, kriegst du nicht. Quest abgeschlossen. So, hier unten gab es dann genau noch ein Panorama. Da gehen wir jetzt mal hin. Ups. Ha, ihr scherzt, oder? Nee. Ach, guck. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Vielleicht kommt er ja drauf. Ich lasse euch mal noch ein Stück Zeit. Also ich würde mal sagen, jetzt müsstet ihr spätestens schon raus haben, wo wir sind. Ich löse es jetzt mal auf. Wir sind da, wo wir letztens die Gefangenen befreit haben. In unserem, in Anführungszeichen, Key Run. Hier unten geht es noch lang. Und wir porten jetzt wieder nach hier oben. Werdet auch gleich sehen, warum. Und zwar nehmen wir dann diesen Weg hier hinten. Hier lang. Gegner könnt ihr von mir aus alles angreifen, was ihr wollt, aber ich sag mal, wenn ihr die Map schnell erkunden wollt, lasst ihr die eigentlich dann zufrieden. Denn hier oben gibt es nämlich noch einen Weg. Und auch dann eine Heldenpunkt. Ich glaube, einen Aussichts-, also so eine Sehenswürdigkeit gab es nicht. Nee. Tschüss, ihr E-Teens. Käfig stellen. Und bam. Ihr seht schon, ich mache absolut keinen Schaden so mit den anderen Sachen. Halt wirklich Feuer ist die Einstimmung, mit der ich Schaden mache. Auf diese haben wir ja auch geskillt. So, jetzt gehen wir hin, nehmt einen Hamm oder ein so eine Salbe. Ja. Tut weh, oder? Bist genau, bist mit der Hahn. So, mehr brauche ich jetzt eigentlich. So, ihr seht hier. Die haben jetzt gerade die Quest abgeschlossen und ich musste ja bloß einen Teil machen, habe trotzdem Gold dafür bekommen. Und warum soll ich das dann halt komplett mit abschließen, wenn ich dann genau weiß, okay, da ist jetzt jemand, der macht das. Eine reichhaltige Kupfererzader. Ja, das nehmen wir doch mit. Jungs, ihr seht schon, dass ihr brennt, oder? Das dachte ich erwähnt mal. Ja. Bin mal ganz ehrlich, ich glaube, das wird jetzt die letzte Folge, die ich heute Abend vorproduziere. Denn, oh, ich bin jetzt gerade so müde geworden. Wir wollen einfach ins Bett gehen. Ah, siehst du mich nicht.
Wie gesagt, ihr könnt auch hier unten dann durchlaufen, da kommt dann hier bei diesen kleinen Raupen raus. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Erntet den Sturm! Haben wir jetzt schon unten aufgedeckt? Ja, das hier müsste schon fertig sein, aufgedeckt. Genau, jetzt können wir hier drüben hingehen, den Aussichtspunkt holen. Ist da drüben auf dem Häuschen. Ist für den Anfang sogar, wenn man neu anfängt, ein etwas kniffliger Sprung. Ich habe am Anfang auch wirklich ein paar Minuten dran gesessen, bis ich genau wusste, was ich tun muss. Weil früher waren wir es halt nicht gewohnt, hier irgendwo sich den Kopf zerbrechen zu müssen, wie man ein Jumping-Puzzle macht. Gab es zwar in Guild Wars 1 auch, dass es da so eine Art Jumping-Puzzle gab. Helfen? Aber in Guild Wars 1 konnte man ja nicht springen. Folgt mir! Da vorne in der Höhle gibt es jede Menge Raupen. Ach, ja, ich hab's wieder vergessen, dass ich mich mit Alt-Taste hier mit Mauszeiger laufen kann. Und zwar springt er hier hoch. Dann einfach hier an der Gegend, zack, seid ihr oben. Und wie gesagt, wenn man neu anfängt und in dem Spiel keine Erfahrung hat, ist das hier für einen unmöglich. Dann denkt man sich so, zack, zack, oh, und jetzt? Ja. Für mich easy, ich weiß ja, wie es geht. Aber wirklich für einen, der es nicht weiß, wie es geht, für den ist das schon eine absolute Qual. Füße, was geht? So. So. Glaube ich, hier gab es noch eine Quest. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Ich fürchte, der Schatten des Tages geht in eine lange, finstere Nacht über. Akkadia, die Botschaft. Sie hat gewiss Akkadia herunterreisen. Ah, wie man sieht, gibt es hier. Ah, stimmt, das war diese coole Quest. Die dauert jetzt zwar ein bisschen, lass mal den Wegpunkt hier einnehmen. Nehmt euch ein Übungsschwert, wenn ihr trainieren wollt. Wir wollen doch nicht, dass jemand verletzt wird. Sehr auf dem Übungsschwert. Ihr seht, sie blockt jetzt. Und sobald sie aufhört zu blocken, so jetzt zack. Jetzt sehe die ganzen Idioten hier, die fallen dann um. Würde mir jetzt auch passieren, wenn ich das mache. Ich zeige das gleich mal. Jetzt müsst ihr gleich die Deckung hochnehmen. Komm schon, das ist viel zu langsam. Greift mich an, wenn ich meine Abwehr senke. Ja, du hast mich verarscht, du hast gezuckt. Komm, steh auf. Na komm. Wieder verarscht, nein. Ja, im Endeffekt ist, ich glaube, 10 Treffer muss man ungefähr landen, dann geht das. Okay. Halt, stopp! Komm schon, das ist viel zu langsam. Greift mich an, wenn ich meine. Jetzt habe ich wieder rausgetippt gehabt wegen der Musik, die hat mir gerade eine Fehlermeldung angezeigt. Och man. Ich stelle mich wieder an, wie ist das hinterletzte Mondauto? Stell dich hin, los. Ja, gut. Als ob, sie stellt sich hin, ich greife an und... Ja, komm, Geeks. Okay, geht nicht. Cooldown ist zu lang, um das hinzubekommen, was man zweimal angreifen kann. Geeks. Weiß nicht, ist das ein Holzschwert? Seraphenübungsschwert. Komm schon, das ist viel zu langsam. Greift mich an, wenn ich meine Abwehr senke. Ja, schon wieder. Jedes Mal, wenn ich dann zu... Ich realisiere das immer nicht, dass sie jetzt gerade die Dings oben hat. Die Abwehr. Sorry, ich bin jetzt wirklich gerade so müde, dass ich das gerade nicht so ganz überschnick. X. Ihr könnt das Ganze auch natürlich da drüben machen, hier als Gewehrübung. Aber ihr müsst ja hier nicht so zielen wie in einem normalen First-Person-Spiel oder sowas. Aber das ist halt einfach mal eine Übung, die man sich selbst mal angucken kann, weil es gibt manche Gegner, die wirklich blocken. Und auch fürs PvP oder so ist das halt auch interessant, weil dann in dem Moment keinen Schaden macht, wenn einer so blockt. Ich glaube, wir müssen jetzt noch
zwei oder dreimal noch treffen und dann haben wir auch die Quest geschafft und dann haben wir auch die Folge hinter uns. Komm schon, das ist viel zu langsam. Greift mich an, wenn ich meine Abwehr senke. Ja, ist okay. Schönen Dank, jetzt hat sie mich wieder verarscht, weil sie gezuckt hat. Halten. X. Halten. Feuer. So. Ja, ich muss mich noch mal bitte dafür entschuldigen. Ich habe jetzt vor kurzem in einen Part hochgeladen von The Walking Dead, wo ich dann am Ende so ausgerastet bin, weil was nicht überhaupt nicht funktioniert hat, wie ich es wollte. Und das war für mich der Horror. Ich habe das gespielt, ich habe wirklich die Spielereihe, da habe ich gar nichts dagegen, die ist halt vollkommen interessant und auch extrem emotional gegen das Ende hin. Und das hat mich aber so aufgeregt, wenn irgendwas dann gar nicht funktioniert, da kriege ich irgendwann dann einen Rappel, da geht es dann so, warum klappt das nicht? So, ich fliege jetzt noch zu dem Punkt hier hinten hin. Wir brauchen entweder höhere Zäune oder Kühe zum Festschrauben. Wollte die Quest eigentlich nicht machen. Das ist egal. Ich nehme das mal teil jetzt und moderiere dann einfach jetzt gleich ab. Ernte den Sturm. Bekomme den Rest dann trotzdem noch. Komm schon, stell dich rein. Piu, 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 piu. Oh, hier ist noch Harpien unterwegs. Ah, nice. Ausschwärmen, Amok. Nächstes Mal züchte ich was, das schlau genug ist, um Banditen zu verjagen. Den Sieg über die Banditen sollten wir jetzt mit einem leckeren Schnitzel feiern. Mm. Wie gemein. Die tische Kühe. So, den Sieg über die Banditen sollten wir jetzt mit einem Schnitzel feiern. Und dann guckt die Kuh einen ganz traurig an und sagt, nee, ess mich nicht. Ach, nee. Können wir hier was ausbilden? Nope. Hier irgendwas? Ja, wahrscheinlich hier. Ja, was? Okay, nee, das machen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich logge mich jetzt hier einfach aus und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und wir sehen uns einfach dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.